Und zum ersten DIY-Video vom Inspiration Month, und weil echt viele mehr Lush-DIYs haben wollten, habe ich mir gedacht, dass wir das erste DIY vom Inspiration Month. Und ja, ich jetzt einfach gleich an, also ganz viel Spaß beim Zuschauen und let's go! So, und dann fangen wir auch schon direkt mit den Zutaten an, die wir für dieses coole Lush-DIY brauchen. Zum einen brauchen wir eine ganze Avocado, außerdem noch feines Meersalz. Es ist wirklich wichtig, dass es fein ist. Außerdem eine Grapefruit, Kokosöl und zu guter Letzt noch eine Zitrone. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch einfach Zitronensaft nehmen. Zuallererst brauchen wir erstmal die Avocado. Die müssen wir jetzt erstmal zerteilen. Und Leute, dieser Kern von der Avocado ist wirklich so riesig. Auf jeden Fall braucht ihr dann erstmal einfach ein Messer, beziehungsweise ihr könnt auch direkt einen Löffel nehmen. Aber damit es etwas einfacher rauskommt, habe ich erstmal mit einem Messer sozusagen reingeschnitten. Und dann habe ich einfach einen Löffel genommen und alles rausgeholt. Und das habe ich dann einfach auch mit der anderen Hälfte gemacht. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr als nächstes einfach eine Gabel nehmen. Und die Avocado müsst ihr dann einfach zerdrücken. Und am Ende soll es dann ungefähr so aussehen, also wie Guacamole. Und wenn ihr die ganze Avocado zerdrückt habt, könnt ihr schon die restlichen Zutaten hinzugeben. Das heißt, ihr braucht 1,5 Esslöffel feines Meersalz, 1 Esslöffel Kokosöl, 1 Teelöffel Zitronensaft und dann könnt ihr auch noch eine halbe Grapefruit nehmen und es ein bisschen auspressen. Und wenn ihr alle Zutaten hinzugegeben habt, könnt ihr es auch schon vermixen und so sollte es dann aussehen. Und den nächsten Schritt könnt ihr, wenn ihr wollt, überspringen. Bei Lush machen sie es nämlich so, dass sie ein bisschen Meersalzblau einfärben und es dann über die Maske verteilen. Und das habe ich jetzt gemacht, einfach damit es genauso aussieht wie bei Lush. Ich habe also ein bisschen Meersalz eingefärbt und dann habe ich einfach diesen Lush-Behälter hier genommen und einfach ja, die fertige Maske reingefüllt. Und oben drüber habe ich dann einfach noch das blau gefärbte Meersalz verteilt, damit es genauso aussieht wie bei Lush. Und dann ist auch schon das Lush-Produkt fertig. Ich kann euch übrigens empfehlen, es im Kühlschrank aufzubewahren, denn so ist es länger haltbar. Und diese Maske ist ca. 1 bis 1,5 Wochen haltbar.